Willkommen zu Shadows of Rose. So sieht's aus. Ja, wir haben das Hauptspiel auf leicht abgespielt. Einigen wir uns darauf, dass ich das auch auf leicht spiele. Ich habe es in den Credits gesagt, ich habe es an manchen Stellen überlegt, das auf Standard zu spielen, weil es mir doch ein bisschen zu leicht fiel, aber ich will nicht an den Kämpfen scheitern und es da die Nerven verlieren, also spielen wir es auf leicht. Ist auch schön auf leicht mal. Kann man es mehr genießen. Hey Kay, sorry, bin spät dran. Kein Ding, ich hab eh nichts vor. Du wolltest mir was Wichtiges sagen? Doch nicht, dass Chris mich bei seiner Mission dabei haben will, oder? Ich hab ihm schon gesagt, dass ich da keinen Bock drauf hab. Ehrlich, was ihr von seiner Houndwolf-Squad für ihn durchmacht. Nein, danke. Darum geht's nicht. Es geht um dich. Mich? Ich mach mir Sorgen. Wie läuft's in der Schule? Ernsthaft? Dafür hast du mich herzitiert? Machen diese Mädchen es dir immer noch schwer? Du meinst, ob sie mich noch wie ein Freak behandeln? Hey! Sieh mich an. Du bist kein Freak. Doch. Und das weißt du. Darum halte ich mich von den anderen Schülern fern. Wenn sie wüssten, was ich bin. Also, hast du keine Freunde zum Reden? Reden? Worüber? Dass ich kaum ein Mensch bin? Dass ich ein abstoßendes Monster bin? Aber hey, ist okay. Freunde bringe ich selten um. Was, wenn du deine Kräfte loswerden könntest? Ich würde keine Sekunde zögern. Okay, dann lass mich dir was zeigen. Du weißt bereits von Miranda und dem Mutamyceten, wie sie ihn wie besessen untersuchte und ihren Experimenten an Menschen. Wie mir. Genau. Was du nicht weißt, ist, dass wir jetzt Teile ihrer Unterlagen gefunden haben. Offenbar entdeckte sie einen reinigenden Kristall, der den Mutamyceten entfernen kann. Reinigenden Kristall? Wenn wir so einen hätten, könnten wir deine Kräfte vielleicht abschwächen. Womöglich sogar ganz entfernen. Du verarschst mich. Nein, aber die Notizen sind unvollständig. Allerdings habe ich da so eine Ahnung, wo der Rest ihrer Forschung sein könnte. Na dann los, finden wir sie. Wo ist sie? Da drin. Was? Das ist ein Fragment des Megamyceten. Es absorbiert und speichert die Erinnerung derer, die in unmittelbarer Nähe sterben, auch Mirandas und damit all ihr Wissen. Wenn du in sein Bewusstsein eindringst, findest du vielleicht etwas über diesen Kristall heraus. Was soll das heißen, in sein Bewusstsein? Okay, also, du, dank deiner Verbindung, kannst du die Informationen im Innern erkunden. Das klingt verrückt. Du klingst verrückt. Ja, Rose, aber nicht gefährlich. Okay, es ist quasi wie ein Spaziergang durch jemandes Erinnerung. Und du denkst, das funktioniert? Ein Versuch ist's wert. Was hast du zu verlieren? Wie soll das überhaupt gehen? Scheiße, ich... Keine Ahnung. Versuch's zu kontaktieren. Dann sehen wir's. Okay. Na gut. Was soll's?
Rose ist so komisch. Ja, als ob sie Sachen sieht, die gar nicht da sind. Creepy. Verzieh dich gefälligst, du Freak. Wer will schon mit der befreundet sein? Ist sowas von nicht normal. Auf ihrer Hand hat sich was bewegt. Was ist los mit der? Hört auf! Creepy. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Echt Abstoß! Bitte, hört auf! Noch hier? Kay! Kay! Wo bist du? Kay! Hier stimmt was nicht. Den reinigen Kristall finden. Das sind vom Spiel und können wir aussteuern. Ja, so können wir uns umgucken. Mit dem Jahresdeck können wir gehen. Das ist vom Labor. Zumindest in einem Ort, der so aussieht wie das Labor. Nein, nicht die Tür, du sitzt. Miranda unterstellt im Rahmen ihrer Forschung, dass der Megamyzid die Erinnerungen der Menschen, die in seinem Einflussbereich sterben, konserviert, sie in sein eigenes gewaltiges Bewusstsein aufnimmt. Basierend auf unseren früheren Begegnungen mit dem Pilz wissen wir auch, dass Menschen, die mit dem Muttermyzenten kontaminiert sind, in einer Art Pilznetzwerk miteinander verbunden sind. Daraus ergibt sich für uns die Annahme, dass Subjekte mit einer starken Muttermyzid-Affinität in der Lage sein sollen, das Netzwerk zu nutzen, um mit den Erinnerungen der Toten im Inneren des Megamyziden in Verbindung zu treten. Diese Theorie sollte mit Hilfe der Megamyzid-Probe aus dem Labor überprüfbar sein, die wir vor 16 Jahren fanden. Wir benötigen lediglich ein geeignetes Subjekt, das nachgewiesenermaßen eine Verbindung mit den Pilzen steht. Bedauerlicherweise stoßen wir genau hier auf unser eigentliches Problem. Unsere Unternehmensgrundsätze untersagen es uns, Muttermyzid-infizierte Zivilisten direkt zu kontaktieren. Aus ethischer Sicht ist dies sicherlich begründet. Doch die Überprüfung der Theorie bleibt uns somit verwehrt. Es schmerzt mich daran zu denken, wie viel die Menschheit von einer Konservierung und Katalogisierung des menschlichen Bewusstseins profitieren könnte. Das Wissen von Geistesgrößen könnte konserviert, ja vielleicht sogar wieder erlangt werden. Vielleicht gibt es eine unbürokratische Lösung. Nein. Obwohl das Amerika. Vielleicht. In Deutschland? Nein, auf keinen Fall. Die Umgebung erkunden. Ja, okay, das sieht nicht nach dem Labor aus. Und ich freue mich drauf, Rose zu spielen. Finde ich großartig. Mein weiblicher Hauptcharakter Resident Evil. Ja, ich meine, Jill Valentine ist schon, aber das war auch, ja. Ja, Jill Valentine ist ein Klo. Ein mittelalter Klo. Muss mich beeilen, sonst bin ich die Nächste. Muss an diesen Kristall kommen. Jill Valentine war so ziemlich die Letzte. Hauptcharakterin. Der weibliche Hauptcharakter, der letzte Haupt.
Ja, Ada Wong gab es noch, aber das war kein, soweit ich weiß, kein Nebencharakter. Das muss man als Nebencharakter sehen. Dann gab es noch Claire Redfield. Auch als Nebencharakter. Als Hauptcharakter des Spiels. Nach Jill Valentine nicht mehr wirklich was. Ach. Ich hoffe, du isst gerade nicht. Voll eklig. Ihr esst gerade nichts. Was ist das? Zuschauer. Es ist bei Resident Evil grundsätzlich nicht zu raten. Ach. Tropft's von der Decke. Ein Schuh. Ist das widerlich? Und womit, frag mich, womit leuchten wir? Haben wir Superkräfte, die uns leuchten lassen, oder? Wie kommt's? Jumpscare in 3, 2, 1. Ist da jemand? Gefährlich hier. Gefährlich? Wieso? Warte, ich sehe, ob ich einen Schlüssel finde. Ah ja, 10 Schlüssel finden. Sprinten kann ich hier nach wie vor nicht. Ich habe noch keine Waffen, oder? Nein. Spritzen. Sehr schön. Jumpscare. Jetzt. Nicht? Schade. Steht unser Name. Da war der Jumpscare. Da steht mein Name. So, weiter geht's. Wir müssen immer noch 10 Schlüssel finden. Ah, den hier. Ach. Okay. Hast da was am Fuß? Was ist das für ein Zeug? Will ich ganz ehrlich nicht wissen. Nehmen wir das Inventar. Und 10 Schlüssel. Ach. Wie dämlich. Achso, hier ist eine Sackgasse. Hier war aber das von den Wänden. Hier muss man lang. Ekel. Was war das? Da war die Zellentür. Dann öffnen wir mal. Nein!
Nein! Stopp! Hilfe! Noch eine Schwester. Los. Sorry. Wir müssen weiter. Ich wollte es nicht verderben. Aber zu gefährlich hier. Noch ein Bruder. Noch eine Schwester. Hey, warte! Okay. Wo wollen wir hin? Hilf mir heben. Hey, warte! Wo willst du hin? Dann folgen wir mal uns. Gut aus. Hier sind noch mehr, die wie ich aussehen. Ganz viele Roses. Weißt du, was hier vor sich geht? Hey, hörst du mir überhaupt zu? Dann mal nix. Der Hebel fehlt. Vielleicht hier. Den Hebel für den Schalter finden. Muss schnell diesen Hebel finden. Geh tiefer rein. Okay, ich hoffe, es greift uns jetzt noch nichts an. Ich habe nämlich noch keine Waffe. Die kriege ich hoffentlich sehr bald. Von der anderen Seite verschlossen. Typisch. Ich weiß immer noch nicht, womit wir leuchten. Das ist wahrscheinlich eine der Superkräfte von Rose. Oha. Die tote Roses. Das war klar. War das etwa? Oh Gott. Ein Hebel. Aha, jetzt können wir das, die Tür von dieser Seite aus öffnen. Typisch Resident Evil. So, jetzt wahrscheinlich hier lang. Die können wir dann irgendwann mal mit einer Waffe nehmen, können wir so drüber. Und da werden die Gegner des Spiels vorgestellt. Scheiße! Sie sind überall!
Hebe rein. Und durch hier. Wo geht's denn lang? Ich dachte, da öffnet sich was. Oh, Kacke. Sehr leise und sehr langsam. Ach, Alter, ach du Scheiße, als ob. Mach schneller. Mach schneller. Scheiße. Eine Waffe hätte ich gern. Oh, schnell weiter hier. Nein, ah, die. Weg hier. Wie lang? Okay. Keine Zeit. Ich weiß, wo wir sind und das gefällt mir gar nicht. Ich habe die Räume erkannt. Hier lang. Freunde des Hauptspiels. Wir wissen auch, wo wir sind. Haben zumindest eine Ahnung. Wer das Let's Play des Hauptspiels nicht gesehen hat, Resident Evil Village, der sollte das auf jeden Fall mal nachholen. Da habt ihr was verpasst. Oh nö, nicht hier schon wieder. Ich war so froh, dass hier raus war. War so froh, als da raus war. Was bist du? Kein Feind. Okay. Genau das würde ein Feind sein. Was waren das für Dinger? Was ist hier los? Wie? Was ist das hier? Wo bin ich? Geh, solange du noch kannst. Nicht bevor ich das losgeworden bin! Es gibt hier einen Kristall, der den Pilz entfernt. Ich muss ihn finden! Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Wer bist du? Mein Schutzengel? Hast du einen Namen? Du bist ein Engel, also... Gabriel? Michael? Michael? Okay. Michael. Und jetzt? Okay, kleine Tutorial-Hinweise von dem Helfer. Ah, erste Hilfe, nein. Ich hätte gern eine Waffe. Nicht schon wieder hier. Bist du? Wärst du doch mit dieser Energie weggelaufen? Das hätte die ja deutlich unterhaltsamer gemacht. Lass mich los! Lass mich los! Mir scheint, diesem Häschen fehlt es etwas an der nötigen Standhaftigkeit. Ein Jammer.
Mit ein bisschen mehr Biss wirst du sicher entkommen. Und der Kristall gehörte jetzt dir. Der Kristall? Wen haben wir da? Ein neues Häschen, das verfolgt werden möchte. Wie schnell wird es diesmal wohl sein? Findet sie! Bringt sie mir! Ah, Kacke. Lauf. Ich lauf, renn. Raus. Das wäre ja auch so schön gewesen. Wieder rein. Faust. Waffe. Ja, was du nicht sagst. Echt jetzt? Woher denn bitte? Was? Etwa so? Als ob das funktioniert. Ich meine, wir sind hier im Traum, aber eine Vorstellung. Verdammt. Das sollte nicht so häufig passieren. Und Munition verschenkt. Ich brauche Munition. Da ist Munition. Ich brauche mehr Munition. Mal sehen, wo ich das nächste Häschen finde. Sie sind weg. Einen Kristall erhalten. Das muss der Kristall sein. Zu leicht. Sei doch nicht so dumm. Wo ist der Kristall, der zart blau leuchtet? Das wäre doch zu leicht. Bronze, Silber, Gold, der Maskenträger. Bringen Sie uns zu uns. Ich brauche wohl diese Masken, um ranzukommen. Na, schon wieder Masken sammeln. Wie wenig Bock ich darauf habe. Müssen auch wieder Vampirtöchter besiegen. Und die eine war hier. Da sind Schlüssel rein. Dann kriegen wir eine Waffe. Hier geht's zum Innenhof. Verschlossen. Gewehrmunition, Pistolenmunition. So, dann. Oh oh. Muss da mal so viel Munition drauf verschwenden. Keine Munition. Ein Bolzenschneider. Von der anderen Seite verschlossen. Nichts gegen ein bisschen Munition. Oh, war ja. Wo war hier?
Schon herb. Wenn du wirklich helfen willst, hilf mir mit diesen Viechern. Was? Also, bin ich quasi allein? Toll. Sei nicht so undankbar. Lecker Schmecker Munition.